500.000 Schwertransporte waren allein im letzten Jahr auf deutschen Straßen und Autobahnen unterwegs. Tendenz steigend. Eine logistische und sicherheitstechnische Herausforderung für Polizei und Speditionen. Die Begleitung der vielen Schwertransporte übernehmen immer häufiger sogenannte BF4-Transporter. BF4 bedeutet Begleitfahrzeug der vierten Generation. Das BF4 bringt eine Ablaufsicherheit. Das heißt, wir brauchen nicht mehr zu warten auf Polizei. Wir können um 22 Uhr fahren, wie es geplant ist. Denn letztendlich wartet ja auch der ein oder andere auf seine Ware. Das können Schiffe sein im Hamburger Hafen. Das können natürlich Produktionsstätten sein, die auf Maschinen warten. Oder last but not least, wie hier in Potsdam, die Verkehrsbetriebe auf die Straßenbahn. Moin Axel, fang mal an. Moin ist gut. Bahnhof zu laden? Jo, ich komme. Eine Straßenbahn muss vom Wegberg am Niederrhein nach Potsdam. Gewicht der Bahn 60 Tonnen. Und sie kümmern sich darum. Axel Hornoff und sein Helfer Thomas Bernhard. Was für Gesamtlänge haben wir denn? 52. 52 Meter? Haben wir Überhang oder sowas? Überhang 1,50 Meter. 1,65 Meter, glaube ich. Oh. Haben wir Überhang. Mal gucken, ob das alles passt. Doch, das wird schon. Das kriegen wir hin. Alles in Kombination. Die Länge, das Gewicht, die Höhe ist immer sehr wichtig. Da muss man sehr aufpassen, dass wir nirgends an der Brücke hängen bleiben. Und im Überhang hinten. Wenn man um Kreisverkehre oder irgendwelche Kreuzungen fährt, wo Ampeln stehen und Laternen und Lampen, dass man da nie hängen bleibt hinten mit dem Überhang. Das ist ganz wichtig. Und auch seitlich bei den engen Kurvenradien manchmal, dass man nie mit der Straßenbahn irgendwo an einem Schild kratzt. 52 Meter lang und 60 Tonnen schwer. Eine Seilwinde zieht die Bahn über eine spezielle Klapprampe auf den Tieflader. Dann ist immer sehr wichtig, Kontakt zum Fahrer, falls wirklich mal was ist, damit man jederzeit Halt rufen kann, damit er sich auch sieht. Und dann darauf achten, dass die Radläufe immer schön auf der Rampe bleiben. Dieser Kraftakt dauert fast eine Stunde. Zentimeter für Zentimeter bewegt sich die Bahn nach vorne. In Europa haben Gleise oft unterschiedliche Breiten. Deshalb sind die Schienen des Spezialtiefladers variabel einstellbar. Mit der Bahn auf der Rampe wiegt der Transporter jetzt knapp 130 Tonnen. Jetzt legen wir hier die Gummis vor die Radreifen. Bis ran, dass der Radreifen dann, wenn wir noch 5 cm vorziehen, auf den Gummi raufkullert, dass die Radreifen auf dem Gummi stehen. Damit hat man vor dem und hinter dem Radreifen einen kleinen Gummikeil. Dann wird die Bahn angebremst und damit steht die ganz sicher. Der letzte Gummi liegt. Kann ich? Kann ziehen, ja. Jo. Achtung! Gut. Okay, da kannst du anfangen mit Einbremsen. Das Einbremsen ist vergleichbar mit dem Anziehen der Handbremse im Auto. Jo. Jetzt sind die Bremsbacken fest. Jetzt steht sie sicher da, die Bahn. Die Klapprampe muss mit auf den 720 Kilometer langen Transportweg. Der Abbau dauert noch einmal eine Stunde. Das ist ein Stabilbaukasten für Männer. Das ist unsere Hauptaufgabe, diese Arbeit hier mit der Technik. Das, was unsere Arbeit ist, ist das hier, körperlich. Da geht's zur Sache, ja. Geplante Dauer des Transports, 3 Tage. Dazu benötigt Sondergenehmigungen aus mehreren Bundesländern. Es ist kurzfristig eine Baustelle eingerichtet worden, nicht unweit hier von diesem Testcenter. Und das ist jetzt noch eine Herausforderung, heute Abend durch diese Baustelle zu kommen. Das heißt, die Absperrungen, die jetzt dort installiert worden sind, müssen durch die Begleitung wieder entfernt werden und müssen im Nachgang wieder aufgebaut werden. Eine Herausforderung, von der Bernd Schwarz und Andreas Backhaus aber noch nichts wissen. Sie übernehmen als Fahrer der neuen BF4-Begleitfahrzeuge in dieser Nacht die Arbeit der Polizei. Die Genehmigung hast du. Die hab ich. Da sind doch genau alle Zeichen drin. Unser Regelplan,
Den gehen wir dann so durch, wie er vorgeschrieben ist. Die Polizei ist informiert. Hast du schon angerufen? Habe ich schon angerufen, jetzt informiert die Polizei. Das ist gut. Die wissen Bescheid, die brauchen wir heute nicht. Okay. Den Kraftfahrer, den können wir das noch einmal sagen. Ja. Geplante Startzeit 22 Uhr. Doch Geschäftsführer Holger Dichand hat eine schlechte Nachricht. Ja. Hallo, jetzt mal. Hallo. Hallo. Ja. Lichter könnt ihr wieder ausmachen. Ach. Papiere wieder an die Seite legen. Ja, wir haben uns eben noch mal das angeguckt. Wir haben noch mal beratschlagt. Diese Baustelle, die hinter der Brücke kommt. Ja. Ja. Da ist ja heute der Asphalt aufgekommen, aber nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Hm. Das bedeutet, wenn wir jetzt darüber fahren, ich habe mit dem Axel vorhin noch mal gesprochen, wir werden womöglich, da der Asphalt noch frisch ist, dort was zu beschädigen. Und das bringt einfach keinem was, uns nichts, den Behörden nichts, den Kunden nicht, wenn wir halt eben da irgendwo was kaputt fahren. Nee, das ist doof, aber nicht zu ändern. Nicht zu ändern, ihr kennt das, ja, hin und wieder ja. Kneift es halt eben, hin und wieder laufen das halt nicht so zusammen, wie wir uns das alle vorstellen. Nein, kommt schon mal vor. Wir überlegen morgen nochmal neu, wie wir das wieder aufholen, ob wir es aufholen können. Ja. Dann machen die Kollegen im Büro nochmal, ob wir da irgendwo nochmal früher starten können, dass wir die verlorene Zeit dann irgendwo in der zweiten Etappe irgendwo, wie gesagt, hinterher fahren können. Das sagen Sie uns ja Bescheid. Ja? Ja, Büro sagt Bescheid, ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, ihr macht es auch nicht erst seit gestern. Nein. Passiert halt mal. Ne? Dann ist für heute Ende. Ich würde sagen, Lampen aus, Papiere an der Seite legen, ab ins Bett, schönen Feierabend. Alles klar, schönen Dank für die Info. Ciao, tschüss. Der Abbruch hat organisatorische Konsequenzen. Unmittelbar nach der Ankunft in Potsdam soll die Straßenbahn eigentlich direkt fahren. Doch die ursprüngliche Terminzusage ist jetzt kaum noch einzuhalten. Wir müssen jetzt morgen schauen, dass wir irgendwie versuchen, die Zeit, die wir dann nicht haben, wir kriegen natürlich keine neuen 24 Stunden, aufzuholen. Sperrtransport darf nur von 22 Uhr bis 6 Uhr durchgeführt werden. Wir werden morgen versuchen, eventuell in der zweiten Etappe etwas früher losfahren zu dürfen, um diese Zeit wieder aufzuholen. Ob dieser Plan aufgeht? Und wird der Schwertransport doch noch pünktlich in Potsdam ankommen?